mindnyájatokat ezen a szent misén. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel külön köszöntöm dr. Tamás Roland atyát, aki elvállalta a kisasszony búcsúi szent misét. Többek kérése volt, hogy őt hívjam ezekre, erre a búcsúra, de azért is tettem meg, hogy megköszönjem én is. Tamás atya most volt 25 éves papi jubileuma, köszöntötték a Székesegyházban, és mi, baranyai, tolnai svábok, most ezen a kisasszonyi búcsún köszöntjük őt. Köszönjük a hűségedet, a 25 év papi hűségedet, szolgálatodat, hiszen Mária Kéménden nagyon sokat tettél az ottani sváb közösségért. Próbáltad a hagyományokat ápolni, tudásoddal, lelkeddel átadni a fényt, tartani az eget. Jóisten hozott közénk, és kívánok neked még a szolgálatban sok-sok hűségben, örömmel eltöltött éveket. Szeretettel köszöntelek kedves minnyájatokat, hásádiakat, szederkényieket, olaszból érkezőket, villányiakat, szajkiakat, újpetreiket, vókányiakat, pécsieket, mecseknádasdiakat, sombereket, Mohács, Hímes háza, Lippó, Kakas, Level, Kisdorog, Mária, Kéménd és Bátaszékről érkezőket. Akiket nem soroltam föl, azt még jobban köszöntöm. Az énekkart köszöntöm külön, a zenekart is. Köszönöm, hogy újra itt vagytok, és színvonalassá, színessé teszitek ezt a búcsú ünnepet. Áldja meg a Jóisten benneteket érte. Kívánok még erőt a szolgálatban, és még sokszor találkozzunk itt ebben a felállásban. Valóban tudjuk köszönteni a boldogságos szűzanya születésén egymás, és őt is. Kérem a Jóistent, hogy áldja meg itt létünket, hallgassa meg a szűzanya imádságainkat, felajánlásainkat. Jóisten hozott kedves minnyájatokat. Egy kicsit ugye születésnapkor hozunk ajándékot. Én azt kérem, hogy egy szívetekből egy kicsit ma hagyjatok itt, hogy nekünk is erőnk legyen a szolgálathoz, a búcsuk lebonyolításához, és mindig az ajándék annyiban értékes, amennyire személyes. A szívetek szeretetéből egy parányit hagyjatok itt nekünk, a szűzanyának. Kérjük együtt a Jóisten áldását családjainkra, helyi sváb közösségeinket, és mindenért, amit a szívetekben megbehoztatok. Jóisten legyen kedves minnyájatokkal. Szívesen a bűvel, és én tudom, amikor meg mindazké búztesz, de Jungfrau Maria szüvegénye. De forrét az volkot az fően, und az Opel Christi feiert, wollen wir uns bereiten, und Gott um Vergebung unserer Sünden. Bekenne Gott, dem Amen. Und allen Brüdern und Schwestern, dass sie Gutes unterlassen und Böses getan haben. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern für mich zu beten, Gott unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
lasset uns beten. Barmherziger Gott, öffne deinen Gläubigen die Schätze der himmlischen Gnade. Die Geburt des Erlösers aus Maria war für uns der Anfang des Heils. Das Geburtsfest seiner allzeit jungfräulichen Mutter festige und nähre den Frieden auf Erden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Als geliebter Bruder.
das ist er jedenfalls für mich. Und ich viel mehr dann für dich, als Mensch und auch vor dem Herrn. Wenn du also mit mir Gemeinschaft hast, nimm mir auf wie mich. Wort des lebendigen Gottes. Ein Sklave von seinem Herrn,
eben von diesem Philemon gestohlen. Und nun in Rom treffen sich Paulus und der Sklave. Und aus dieser zufälligen Begegnung wird ein neuer Mann geboren, der Sklave Onesimus, bekehrt sich zum christlichen Glauben. Daraufhin schickt Paulus ihn zu seinem rechtmäßigen Herrn zurück mit diesem Brief und mit der Bitte, er möge ihn aufnehmen, und zwar nicht mehr als Sklaven, sondern als Bruder in Christus. Da lesen wir diesen tröstenden, aufrichtenden Satz, den ich persönlich zu den schönsten Sätzen der Bibel zählen würde. Viertens wurde er deshalb eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurückerhältst. Vielleicht wurde er deshalb eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurückerhältst. Und da sind wir schon bei Maria. Denn wenn wir die Gestalt Mariens durch diesen Satz betrachten, entdecken wir viele Parallelen. Maria wurde von ihrem Sohn getrennt, als dieser im Tempel blieb. 3 Tage lang haben sie nach ihm gesucht. Maria wurde von ihrem Sohn getrennt, als er das Elternhaus verließ, um das Evangelium zu verkünden. Maria wurde von ihrem Sohn getrennt, als sein Leichnam in das Grab gelegt wurde. Und schließlich wurde Maria von ihrem Sohn getrennt, als dieser in den Himmel fuhr. Jetzt lesen wir nochmal diesen Satz. Vielleicht wurde er deshalb eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurückerhältst. Das hat Maria dann voll und ganz erfahren, als sie selbst mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde. Pius XII. Formuliert es so bei der Verkündigung des Dogmas 1950: Es scheint unmöglich, sie, Maria, nach diesem irdischen Leben von Christus getrennt zu denken. Es ist unmöglich, sagt der Papst. Liebe Schwestern und Brüder, die tröstende Botschaft des Apostels gilt auch uns. Denn auch wir erleben immer wieder, dass wir verlieren. Wir verlieren Menschen, die uns nahe standen und lieb waren. Der Zuspruch des Apostels aus dem Brief an Philemon ermutigt uns aber: Vielleicht wurde er deshalb eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurückerhältst. Ich glaube an Gott, den Vater, den Gott, gekreuzigt, gestorben und begraben.
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Jugend der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Mit Vertrauen beten wir zu Jesus Christus, der durch die Geburt Marias seine Menschwerdung vorbereitet. Gib, dass alle Christen das Geburtsfest der Jungfrau Maria mit dankbarer Freude feiern. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne die Arbeit der Menschen, die für die neugeborenen Kinder sorgen. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke den werdenden Müttern, die in Not sind, Mut zum Leben und hilfreichen Beistand. Wir bitten dich, erhöre uns. Erfülle alle Frauen, die sich auf die Geburt ihres Kindes vorbereiten, mit freudiger Erwartung. Wir bitten dich, erhöre uns. Barmherziger Gott, du hast die Jungfrau Maria gesegnet, mehr als alle anderen Frauen. Auf ihre Fürbitte schenke uns deine Gnade, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Heilige Ruhe, nimm von uns alle Schuld,
und mache dir unsere Gabe hohe Herr. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ergebet die Herzen. Amen. Sie bei dir, Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und am Fest der seligen Jungfrau Maria das Werk deines Erbarmens zu dienen. Du hast sie aus allen Menschen erwählt und gesegnet vor allen Frauen. In ihr leuchtete auch die Morgenröte der Erlösung. Sie hat uns Christus geboren, die Sonne der Gerechtigkeit. Durch ihn preisen sich deine Erlöste und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Pferd, dankte wiederum, reichte ihm seinen Hunger und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedenken. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und legen uns das Brot des Lebens und den Kelch des Heils an. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Wir
Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Bereich mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ladislaus und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke all unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottesmutter Maria, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen und deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in ihm. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser, der im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, die Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitte. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
hirdetném, hogy aki szeretne egy gyűlőn szentmisét mondatni, innülnek a templomnál, nyugodtan tudtok misét iratni. Délután 7 órakor Litániával zárjuk közös együttlétünket. Hálás szívvel szeretném megköszönni mindazoknak, akik eljöttetek ma Szűzanya születése napján, hálát adni ide Mária Gyüdre. Én is a szentmisében imádkoztam, hogy ezek a német kis közösségek meg tudjanak maradni Tolnába, Baranyába, hiszen a mi nemzetékünk az, aki még látta a régieket, mi ebben nőttünk föl. Én is itt mondtam, hogy a német misét nem tudnék elmondani, de németül szentmisét orgonálni tudnák, hiszen kis dorogon ebbe belenőttem, és ezért mindig hálát adok. Most még azért, ha megyünk Rózsatűzére, emlékezzünk meg az öregjeinkről. Ők ennek a generációnak átadtak minden hagyományt, értéket, éneket, viseletet, mindent. A nagy szegénység, a menekülés után itt újra kezdeni ebben a hazában, a nincstelenségben. A mi feladatunk is az, hogy a mi nemzedékünk tovább tudja adni mindazt az értéket, amit mi kaptunk, amit a szívünkben hordozunk. Én ehhez kérem a Jóisten segítségét, erejét, hogy legyen erőnk nekünk is a következő generációnak átadni ezeket a kincseket. Legyen áldott az Úr, kérjük a Jóisten áldását Rolandatja által. Gott, der allmächtige Vater, segne euch durch den Erlöser der Welt, unseren Herrn Jesus Christus, den Sohn der jungfräulichen Mutter Maria. Amen. Sie hat den Urheber des Lebens geboren. Ihre mütterliche Fürsprache erwirke euch Gottes Hilfe. Amen. Euch und allen, die heute ihr Gedächtnis begehen, schenke Gott die wahre Freude und die